Hi, das hier ist ein Rinderfilet auf der Salzplanke gegart mit Balsamico-Essig. Und wie man das macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Das sind jetzt die Zutaten, die wir für unser Rinderfilet mit Balsamico-Essig von der Salzplanke benötigen. Natürlich geht's los mit Rinderfilet. Das sind noch die Reste, die ich von dem Beef Wellington übrig hatte. Dann braucht ihr Frühstücksbacon, Königspfeffer, Balsamico-Essig, Olivenöl. Das hier sind Rosmarinspitzen, also wirklich nur die Spitzen von den Trieben. Küchengarn, eine Salzplanke. Und ich benutze jetzt heute wieder meinen Schnellmarinierer, damit ich das Fleisch schnell auf den Grill kriege. Die Kohlen heizen schon vor und jetzt bereiten wir weiter vor. Los geht es damit, dass wir uns jetzt erstmal anständige Steaks aus dem Rinderfilet schneiden. Das heißt also, sie sollten mindestens eine Stärke von 5 cm haben. Das ist also dann wirklich ein solches Prachtexemplar. Weiter geht es jetzt mit dem Marinieren und das könnt ihr jetzt natürlich auch in einer ganz normalen Schüssel machen. Das dauert dann halt nur ein bisschen länger. Ich werde es jetzt eben in dem Schnellmarinierer machen. Ihr nehmt euch Balsamico-Essig und davon nehmt ihr 60 ml. 60 ml Balsamico-Essig und gebt das in eine Schale zusammen mit 60 ml Olivenöl. Und 60 ml Olivenöl. Das Ganze verrührt ihr dann. Und darin wälzt ihr dann das Rinderfilet. So sieht das Ganze dann fertig einmariniert aus. Und jetzt mache ich den Deckel drauf und lasse es eben für eine Viertelstunde im Vakuum marinieren. Und dann geht's weiter. Während das Fleisch jetzt weiter vor sich hin mariniert, habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier ist also der Bacon und die Rosmarinspitzen. Hier ist mein Mörser und da werde ich jetzt erstmal ein paar Pfefferkörner vom Königspfeffer klein mörsern. Hier habe ich schon das Küchengarn klein geschnitten, damit es eben passend für die Fleischstücke ist. Und jetzt geht es rüber an den Grill. So, die Kohlen sind ordentlich durchgeglüht. Und ich werde jetzt schon mal die Salzplanke, die Salzkachel auflegen, dass sie schon mal richtig heiß wird. Deckel zu und dann bereiten wir das Fleisch vor. Nach inzwischen 20 Minuten lasse ich mal das Vakuum raus oder die Luft vielmehr wieder rein. So schaut das Rindfleisch jetzt aus und jetzt geht es daran, dass wir das Ganze fertig machen für den Grill. Dafür lege ich mir hier Baconscheiben hin. Auf die Baconscheiben kommt ein bisschen von dem zerstoßenen Königspfeffer und ein bisschen Salz. Und dann habe ich ja hier diese Rosmarinspitzen. Davon kommen dann jeweils zwei auf den Bacon mit drauf. Und dann schnappt ihr euch so ein Stück von dem Rinderfilet und wickelt das mit dem Bacon ein. Dann schnappt ihr euch so ein Küchengarn und knotet das um den Bacon drumherum. So schaut das Ganze dann fertig aus, dass also das Küchengarn den Bacon schön festhält, das Rinderfilet so ein bisschen in Form hält und jetzt bereite ich die anderen noch vor. So sehen die Rinderfiletstücke jetzt fertig vorbereitet aus, schön mit Bacon umwickelt und jetzt geht es rüber an den Grill zur heißen Salzplanke. So, die Salzplanke sollte jetzt eine ordentliche Temperatur haben. Die werde ich jetzt einfach mit Olivenöl gießen. Und dann kommen da direkt unsere Rinderfilets drauf.
So, und die lasst ihr jetzt einfach mal 4 Minuten von jeder Seite, grillt ihr die scharf an und dann sehen wir mal, was draus geworden ist. So, nach inzwischen 4 Minuten ist es dann mal Zeit, die Dinger zu drehen. Was ein fantastischer Duft, kann ich euch sagen. Und dann lassen wir sie jetzt nochmal 3 Minuten und dann ziehen wir sie schön gar. So, insgesamt 4 Minuten von jeder Seite sieht das Ganze jetzt so aus. Und jetzt ziehe ich die Dinger in einen indirekten Bereich, damit sie jetzt langsam bis zu ihrer Kerntemperatur von 52 bis 53 Grad ziehen können. Nach ungefähr 10 Minuten bei 140 Grad sehen die Dinger so aus. Und jetzt ist es Zeit zu essen. So sehen die Rinderfilets jetzt fertig aus und ich schneide mal an. Und zeige euch das. Ein Traum. Absolut perfekt. Ich setze jetzt hier auf den Teller. Und so schaut das Ganze fertig aus. Rinderfilet auf der Salzplanke gegart mit Balsamico-Essig. So, da ist es jetzt also, das fertige Rinderfilet von der Salzplanke mit dem Balsamico-Essig. Und ich denke, ich werde mir mal ein Stückchen genehmigen. So sieht das Ganze aus. Butterzart, eine schöne leichte Säure von dem Balsamico-Essig. Ein Traum. Genial. Macht das auf jeden Fall mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.